Iris, erzähl mal, was ist das, eine Dyade? Eine Dyade ist eine Form der Meditation. Und was das Besondere ist an der Dyade ist, dass man nicht alleine in Stille vor sich hin meditiert, sondern dass man das zu zweit macht. Man sitzt sich gegenüber, und eine Person kriegt Raum und Zeit, in sich zu erforschen, was gerade da ist. Und sozusagen in Zeitlupe mal zu schauen, was passiert denn da alles gerade in mir, was ist gerade lebendig. Und die andere Person ist da, die hört einfach nur zu, die gibt Raum, die bewertet nicht, ist einfach nur da. Und das finde ich sehr, sehr besonders. Du hast ja auch schon ganz viele Diäten gemacht. Viele. Sehr viele. Erzähl doch mal, warum hörst du nicht auf damit? Warum machst du so viele Diäten? Ja, ich mache ständig Diäten, weil das ist irgendwie das Format überhaupt. Also ich habe nichts Vergleichbares kennengelernt, wo ich in so schneller, kurzer Zeit in Kontakt mit mir bin. Ich kriege diese Frage, wie lebt Fülle in dir, wie lebt Freude oder Harmonie in dir Ich? oder ja, genau, alles Mögliche, wie es in mir lebt. Und dann habe ich Zeit, dann habe ich Zeit, das einsinken zu lassen und dem intensiv nachzuspüren, also wirklich reinzuhorchen, ist es wie in mich reinhorchen, so würde ich das beschreiben. Na, und dann gucke ich, wenn ich diese Frage kriege, wie lebt Freude in mir, wie lebt es in mir, was macht es, wenn ich das reinlasse, was fühle ich da, was passiert da, da kommen Gedanken hoch, Bedürfnisse sind da in Kontakt damit und alles hat Platz und kann ich ausdrücken. Und was dann passiert, ist ein bisschen Magie. Das ist die Dyadenmagie, würde ich mal beschreiben. Die muss man halt erleben. Die kann man nicht erklären. Und wenn du es erleben willst, wir machen jetzt ein ganzes Wochenende voller Dyaden. Wenn du Lust hast, www.seminargummis.de, melde dich einfach an. Wir freuen uns auf dich. Freitag geht's los, 18 Uhr im Kuckucksnest. Super schöner Ort.